Wir steigen ein in Gruppe 3 und haben ein echtes Endspiel um Platz 3 in der Gruppe und damit um eine etwas bessere Ausgangsposition. Denn beide Mannschaften verloren ihre ersten beiden Partien. Arminia Bielefeld gegen Leipzig mit 2:3 und gegen Wolfsburg ebenfalls mit 2:3. Den ersten FC Nürnberg setzt es gegen Wolfsburg eine 3:4 Niederlage. Und gegen Leipzig ein sattes 0:5. Trainer Bischoff gestern stinksauer im Laufe der Partie. Ist ein langer Ball, aber der geht über das Tor. Bei Bielefeld, wie schon im ersten Spiel, im Tor Johnny Peitzmeier, Spieler hier aus dem Mühlenkreis. Ursprünglich vom SV Scharnhorst. Dann über Preußen Espelkamp, mittlerweile bei Arminia Bielefeld. Hier die erste Chance für die Nürnberger. Bielefeld jetzt im Gegenzug mit dem Abschluss und dem Tor. 1-0 Arminia. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 13, Phil Beckhoff. Zweite Spielminute 1-0. Und im Gegenzug. Der Ausgleich, ein Torwarttor für Nürnberg. Nürnberg gleich aus, durch den Torwart, das haben wir in dem Spiel auch schon mal. In dem Turnier die Nummer 8, Tim Latteler. Tim Latteler, ja. Ein Tor der Nürnberger. Wieder gut gespielt von Latteler und dann im ersten Kontakterversuch Marco Cic, der Kapitän der Nürnberger. Erster Schussversuch und das war klasse pariert von Latteier. Der extrem offensiv mitspielt. Jetzt der Konter und erfasst das Tor aus dem eigenen Strafraum heraus. Aber knapp rüber. Der Versuch. Gut angesetzt. Nürnberger. Bielefeld hier mit dem XXL-Kader angereist. 16 Spieler auf dem Papier. Natürlich für den Landesligist auch Sinn der Sache, die Kräfte zu verteilen. Viele Gegner hier spielen in der Regionalliga oder das, was in Westfalen die Westfalenliga ist. Wie gesagt, die Bielefelder haben die U16 nur in Anführungszeichen in der Landesliga aktiv. Die Liga, in der auch Preußen Espelkamp und auch der SV Kuttenhausen Totenhausen zu Hause sind. Klasse gespielt jetzt! Der Spielzug und Tor. War nicht ganz klar, aber jetzt dann doch. Davide Pisano. Das war Davide Pisano. 1:2.
Weizmeier den Ball erst ganz kurz hinter der Linie erwischt. Jetzt mit dem Tor! Weizmeier unter links! Zum 2:2. Also auch dieses Endspiel hier um den dritten Platz in der Gruppe ist spannend. Da haben wir wieder Bielefeld im Angriff. Und dann gibt es Freistoß für die Blauen. Oder? Ja, gefolgt mit einer kurzen Ermahnung. Schlussversuch hier von Torgefunk, der nur gefährlich wird für die Hallenanrichtung, nicht aber für das Tor des ersten FC Nürnberg. Guter Ballgewinn jetzt. Jetzt ist Funk die Chance, besser zu machen. Kleiner Scheiter hat Freiland aufs Tor zu laufen. Wieder pariert Latteier gut. Wir haben einen Ausweis gefunden, der ist verloren worden von Lennart Fresser. Ich kann den Ausweis abholen, beziehungsweise abholen lassen. Nächster Schussversuch, also die Keeper sind hier ein bisschen am Bett einfahren für die meisten Tore. Beide gute Schusstechnik. Langer Ball auf die Bande gesetzt von Dogan Yildiz. Jetzt der nächste Ausflug von Latteier Richtung Tor der Bielefelder. Freistoß jetzt. Für den ersten FC Nürnberg. An Unentschieden würde der Arminia für Platz 3 reichen. Verloren. Zweimal nur knapp. Hier der Lattenabschluss von Ekin Can Çelebi. Von den Nürnbergern schlägt das 0:5 gegen Leipzig zu Buche. Wie der Pressball, der bis unter das Hallendach geht. Wieder Pfalzmeier. Hier der nächste Schussversuch und das Tor. Roberto Massimo. Top-Torschütze der Bielefelder. Draußen 5 Tore erzielt in 12 Spielen in der Landesliga. Bielefelder auf Platz 4. Und damit rückt Platz 3 in der Gruppe einen großen Schritt näher. Nürnberg muss zweimal treffen, um die Bielefelder da noch zu kassieren.
Das wieder Massimo. Gestern schon tolle Ansätze gezeigt. Jetzt der Verlust, das freie Tor und das 4:2 für Arminia Bielefeld. Gianluca Ponziono. Ah, das kriegt er schon nach Italien, Urlaub. 4:2 für Bielefeld. Alles ist. Dann das Risiko dieser Spielweise der Nürnberger jetzt hier gegen Arminia Bielefeld. Wenn es schief geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Gegentor sehr, sehr hoch. Vier Minuten noch. Ehe wir uns dann dem Endspiel um Platz 1 in der Gruppe widmen. Und sich kümmern. Leipzig gegen Wolfsburg. Das verspricht noch einmal ein hochklassiges Endspiel zu werden. Also Endspiel in Anführungszeichen. Bielefeld lässt es jetzt natürlich etwas ruhiger angehen. Zwei Tore Führung. Halsmeier mit dem Schussversuch und Ecke. David Pisano war noch mit der Fußspitze dran und deswegen Eckball für Arminia Bielefeld. Das war schön gespielt nochmal. Und die Bielefelder präsentieren sich torgefährlich. Das war nochmal Phil Beckhoff. Für Bielefeld. 5:2. Das ist eine Aussage der Arminia. Jetzt mal nochmal mit dem guten Ball für Beckhoff. Und wir gehen die letzten 60 Sekunden der Partie. Und nochmal die Chance für Arminia Bielefeld. Aber er hat dort noch kein Glück. Doch, jetzt macht das. Das war der vierte Versuch von Torge Funk heute. Und er schüttelt selber leicht den Kopf. Und also er sagt, endlich. Das Ding musste doch mal reinfliegen. 6:2 Bielefeld. Ja, Freistoß für Nürnberg.
Der Versuch hier wieder geblockt. Vom Beckhoff wieder angesprintet. Ah, weil der Ball etwas zu weit weg. Jetzt nochmal schön durchgesetzt. Funk! Jetzt ist der Knoten aber sowas von geplatzt. Und jetzt das Lächeln. 7:2. Und der Bischof, der kriegt schon wieder die Krise da hinten. Ärgert sich da. 0:5 gegen Leipzig, 2:7 gegen Arminia Bielefeld. Das sind schon deftige Packungen. Ich bin gespannt, wie sich die Nürnberger in der Kaufphase präsentieren. Wir melden uns gleich mit Wolfsburg-Leipzig.